Wir haben ja bisher bei den unterschiedlichen Hilfsmaßnahmen ca. 32 Milliarden Euro ausbezahlt bzw. rechtsverbindlich zugesagt. Gestern haben wir drei weitere wesentliche Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Nämlich einerseits haben wir es ja geschafft, in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission den Beihilfenrahmen zu erhöhen. Das heißt, den österreichischen Unternehmen, die anstehen an diversen Hilfsrahmen, auch weiterhin helfen zu können. Andererseits haben wir den Ausfallsbonus beantragbar gemacht. Und da darf ich Ihnen sagen, dass seit gestern Abend, also seitdem dieser Ausfallsbonus beantragbar ist, bisher rund 3.000 Anträge abgegeben wurden. Darüber hinaus sind auch die Hilfsmaßnahmen für die indirekt betroffenen Unternehmen für die Monate November und Dezember beantragbar. Dass wir eben den Beihilfenrahmendeckel erhöhen konnten, hilft natürlich bei diesen Thematiken, denn wie Sie wissen, stoßen rund 670 Unternehmen bisher bei dem 800.000 Euro Deckel für die direkten Hilfen an, die rund 300.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten. Deswegen war es wichtig, dass wir hier auch eine Erhöhung sicherstellen konnten, weil ja auch die Pandemie länger dauert, als wir uns das alles gehofft und gedacht haben. Insgesamt ist die Kurzarbeit natürlich der größte Brocken von den Hilfen mit den 32 Milliarden. 10,6 Milliarden Euro wurden bis dato insgesamt rechtsverbindlich zugesagt und 6,1 Milliarden Euro insgesamt ausbezahlt. Damit investieren wir in die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den größten zusammenhängenden Teil der Hilfsmaßnahmen. Und unser Kurzarbeitsmodell, das gehört zweifellos zu den großzügigsten und besten in ganz Europa. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen und auch es möglich machen wollen, dass Karrieren weiterhin zusammenhängend durchgemacht werden können. Langfristig müssen wir natürlich zu einer gewissen Normalität zurückkehren, aber wie Sie leider Gottes alle wissen, sind durch die Schließungen, durch das Coronavirus, ist diese Zeit noch nicht gekommen. Was wir seit Beginn der Krise tun, ist, so kulant wie möglich, aber auch so streng wie nötig zu sein bei der Vergabe dieser Hilfen. Und hier freut es mich natürlich sagen zu können, dass die allergrößte Mehrheit der Unternehmerinnen und Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich vorbildlich an die Vorgaben halten. Umso wichtiger ist es aber auch, gegen einzelne schwarze Schafe vorzugehen, die versuchen, sich in dieser Krise auf Kosten der Allgemeinheit vielleicht ein Körpergeld rauszuholen. Die Finanzpolizei hat bislang rund 7.000 Kurzarbeitskontrollen durchgeführt und in über 3.000 Fällen ist auch eine Kontrollmitteilung an das AMS übermittelt worden. Das alleine ist noch kein Problem, weil Sie wissen, dass die Kurzarbeit ja im Nachhinein abgerechnet wird. Allerdings hat es in 250 Fällen einen dringenden Verdacht auf bereits erfolgten Fördermissbrauch gegeben, der festgestellt wurde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier kontrollieren, denn es geht darum, die vielen, vielen Unternehmen, die sich vorbildlich daran halten, auch vor den schwarzen Schafen zu schützen. Vielen Dank.